So, und voll. Jetzt können wir uns auch gleich mal hinlegen und uns überlegen, was wir mit den Einzelteilen machen. Ich will die nämlich eigentlich nicht ehrlich hier unten lassen, das heißt, wir werden oben neue Truhen brauchen. Es ist doch schon Nacht. Wahrscheinlich hatte ich irgendwo noch Truhen und ihr schreit jetzt alle auf mich. Warum verschwendest du da so viel Holz? Upsi. Wenn es so ist, tut mir leid. Und zwar machen wir uns hier oben mal daran, dass wir uns hier einen kleinen Baubereich machen. Da können wir erstmal so Sachen hier da lassen. Unsere großen Stäbe lasse ich mal hier. Würde ihr auch dafür benutzen. Und dann können wir jetzt theoretisch Infusion craften, deswegen gucken wir mal, was wir da als erstes machen wollen. Bam, bam. Denn ich hätte gerne einiges davon. Als erstes eigentlich die Runic Armor. Oder will ich etwas anderes noch dringender? Die Alternative sind halt bessere Stäbe. Into Void interessiert mich nicht so. Aber mich interessiert eigentlich ein Silverwood One zu machen. Aber andererseits weiß ich, dass es auch irgendwo hier nochmal richtig gute Stäbe gibt, die um Welten geiler sind, aber die sind wahrscheinlich auch schwerer zu bekommen. Oder zumindest muss ich sie erstmal herausfinden. Aber wir machen es einfach mal in die Rüstung. Brauche ich immer Potentia und was machen wir? Wir brauchen erstmal den Primals, Nitro und Enchanted Fabric, was alles so machbar ist. Das heißt, wir machen erstmal die Primal Charm, das ist auch so zu machen. Salis Mundus war nur ein bisschen richtig so, oder was? Bohnen und Dinge. Wir müssen uns auch immer noch um den Silverwood kümmern, das habe ich auch immer noch nicht gemacht. Bisher ist das aber auch ganz okay, weil der stellt sich nämlich hin und macht mir hier Magical Forest Biome, sodass ich dahinter Bohnen züchten kann. Das heißt, theoretisch gesehen sogar jetzt schon kann, wenn ich will. So, von den Primal Charms brauchen wir einige. Da brauchen wir einmal alle und Gold für einen Haufen Scheiß-Aufladung. Und dafür brauchen wir immer einen Chart und eine Bohne. Wir brauchen vier Stück davon. Das heißt, wir brauchen erstmal 1, 2, 3, 4 für die Dinger und dann nochmal vier, die wir so brauchen von allen. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, und euch schon mal. Außerdem brauchten wir, glaube ich, jeweils auch Gold. Genau. Und zwar doppelt so viel, also 8. Und dann gucken wir mal. Bohnen haben wir nämlich kaum welche, aber von denen hier haben wir gut was. Nehmen wir doch einfach die dafür. So, Reihenfolge hinbekommen. Gelb, Rot, Blau, Grün, Weiß, Schwarz. Gelb, Rot, Blau, Grün, Weiß, Schwarz und Gold. Und da wird es jetzt teuer. Einen bekommen wir hin, dann müssen wir erstmal wieder aufladen. Jörg. Können wir das so lange mal schon mal hier lassen? Forschen machen wir später wieder ein bisschen. Oh, was ich machen kann, ganz wichtig, zwischendurch häufiger hierhin rennen, die Erfahrungspunkte einsammeln. Weil ich würde gerne einfach wieder auf Stufe 30 kommen, um Dinge zu verzaubern. Denn bald kann ich mich wahrscheinlich auch hinstellen und per Infusion Crafting verzaubern und mir damit die Kosten dafür so gesehen ein bisschen ist was sparen, aber bis dahin, bis ich das vernünftig kann, muss ich ja wohl oder übel mit dem leben, was ich habe. Und da ist Erfahrungspunkte nutzen doch recht oft angebracht. So, brauchen wir noch Feuer und Wasser.
Du hast noch einen Tackenfeuer, so. Und ja, jetzt wäre der größere Start natürlich schon praktischer, aber haben wir halt noch nicht. Aber ich glaube, ich werde mich mal hinstellen. Und ja, ihr stackt mich da gerade was. Und schon wieder leer. Mich danach mal hinstellen, die Work. Ich habe da gerade eine Idee, weil mir jemand was gesagt hat, was ich sowieso mal ausprobieren könnte. 2, 3. Was können wir damit mal probieren? Wenn es hier draußen gerade tierisch anfängt zu schütten. Wie war es nicht so? Wie war so ein Dora-Table nochmal so? Und zwar wurde mir gesagt, dass man die Wands mit einem kleinen Bug nutzen kann, um sie in den Table reinzubekommen. Weil nicht die Wands, die Staffs, weil die eigentlich nicht dazu geeignet sind, in Tischen zu arbeiten. Aber der Tisch sich damit machen lässt. Nee, der geht nicht rein. Interessant. Eine Zeit lang war das angeblich so, dass genau das passiert ist. Es kann sein, dass er das jetzt mit voller Absicht rausgefixt hat. War natürlich ein bisschen schade für mich, aber kann man leider nichts machen. So, mal sehen, ob wir hier genug Feuer haben. Sieht nicht so aus. Wird knapp. Feuer und Wasser fehlt mir immer noch. Dann stellen wir uns mal hin. Lassen ganz viele wichtige Dinge hier und kümmern uns später wieder darum und nehmen uns euch mit. Du gehst weg. Ich sollte mein Glas von oben mitnehmen. Können wir nämlich jetzt einfach bei Neta gehen, da finde ich ja zumindest Feuer. Und werde einfach noch zwei, drei Knoten holen. Und genau dafür habe ich die, ja. Dann werde ich, ja, wie gesagt, irgendwann zwischendurch sicherlich nochmal weitermachen, aber können wir heute schon mal welche abholen. Da habe ich Half Slabs, da ein bisschen mehr Glas. Ich könnte jetzt auch sagen, ja, ich gehe falsche Richtung, so eben in Neta, aber da ich in Neta immer so ewig weit laufen muss, lohnt sich das nun mal nicht, einfach nur so dahin zu gehen. Da muss man schon irgendwie ein bisschen mehr auf einmal machen. Ich hoffe, ich habe den kleinen Stab, den habe ich natürlich nicht mitgenommen, sonst hätte ich ihn direkt aufladen können. Habe ich glatt verpeilt. Oh, ja. Und ihr könntet jetzt theoretisch gesehen mir diese Neta-Shards droppen. Vielleicht finde ich auf dem Rückweg mal darauf ein, aber erstmal will ich eigentlich sicherstellen, dass ich die Knotenhalle nach Hause bekomme. Zombie-Pigment jagen für Shards, von denen ich noch nicht weiß, was sie machen, kann man auch immer noch. Ich hoffe, es ist gerade kein Gast in der Nähe. Sieht aber gut aus. Sieht nicht gut aus. Ah, da oben, toll. Ich cheate mal ein kleines bisschen, weil ich keine Lust auf den habe. So, jetzt müssten eigentlich alle Monster einmal resettet sein. Und damit er auch verschwunden. Kann ich hier nämlich vernünftig hinlaufen. Ohne einen Rappel zu bekommen, wo ist denn der... Hey. Hatte ich den schon geholt? Mir scheint ja fast so, ich hätte den hier schon hergeholt. Okay. Also, da kann ich mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Aber es kann gut sein, dass ich das gemacht habe. Hallo, Betsys. Hoffe, ich nutze für euch. Ah, und du bist doch sicherlich auch, oder? Sehr schön. So, welcher Knoten warst du denn? Was hast du mir denn zu bieten? Brain und Feuer. Ja, das nehmen wir einfach. Ja, nehmen wir einfach mal. Und das hier ein bisschen riskant wird.
Und hopp. Du da drauf. Plopp, und wir können es direkt runterstellen, damit es nicht wegfliegt. Und wir haben einen schon mal mehr. Da liegt ja noch Erfahrung von dem Monsterchen. Von der Fledermaus wahrscheinlich. Und wir gehen hier oben nochmal gucken, weil ich glaube, hier war einfach noch ein Cooler irgendwie. Und sonst halt viel, viel Feuer. Aber so einer, ein großer Feuer wäre ja auch nicht schlecht. Das ist Luft und Feuer in einem ordentlichen Zahn. Was warst du? Du warst auf jeden Fall bunt gemischt. Dann nehmen wir den nochmal mit, damit wir natürlich ein bisschen Wasser dadurch bekommen. Oder? Ja, doch, wir brauchen eigentlich die Mischung. Ich meine, der Luftknoten da, der ist zwar zum Beispiel auch nett, aber er ist halt einfach ziemlich nutzlos. Da wir schon so, doch der Luft hatte ich, glaube ich, nicht gesagt. Das ist schlecht. Ich mach's wieder auf den einfachen Weg. Es spawnt direkt der nächste. Mir ist das jetzt zu doof, ich hoffe, die Knoten haben oder weiter forschen können. So. Können wir gleich wieder umstellen, wenn ich da draußen bin, weil ich auch die Geduld habe, mich mit dem Monster anzuregen. Aber nee, da habe ich die meisten irgendwie nicht. So, und ihr seht schon, beide sind wieder so leer, dass ich damit keinen weiteren Knoten mitnehmen könnte. Ich kann aber nochmal einmal drüben schauen, ob sich das lohnt, hier die anderen hinterher nochmal zu holen. Ich weiß, hier sind auf jeden Fall noch einige. Aber so... welche irgendwie jeweils 30 will ich eigentlich nicht. Der ist auch nicht so spannend. Ich weiß, dass da lang irgendwo noch welche waren. Ich bin da einmal unten drum, aber ich weiß nicht, wie gut die waren. Mal schauen, ob ich mir dann da was von hole oder nicht. Vielleicht reiche ich auch in der Overworld nochmal los, ausgiebig suchen. Und dann müssen wir auch immer noch in die Festung rein. Das steht auch noch an, aber dafür will ich eigentlich die Runic Armor erstmal haben. Und dann können wir da völlig jetzt auch mit den Monstern wirklich anlegen. Momentan habe ich ja nur die Thornbrüste, die zwar cool ist, aber nicht gut genug für sowas. So, tap, 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 tap. Es ist immer noch so ärgerlich, dass wir unter dem elenden Lavasee hier auf, rausgekommen sind. Aber ich kann ja entweder im Tor stehen mal wieder ein bisschen was trinken, wenn die Stimme nicht irgendwann versagt. Ich lerne mit dazwischen. Ich packe ich hier mit rein. Euch kann ich auch da lassen. Brauchen wir momentan nicht wirklich so. Schwuppdiwuppdi. Ich nehme. Da fehlt. Stimmt, da fehlt ja noch einer. Dafür machen wir die ganze Mühe. Ja, da war ja was. Ich dachte mir so, also, fuck, habe ich einen vergessen, aber der war ja noch nicht mal fertig. Ist jetzt wahrscheinlich auch pellig. Gucken wir die beiden gleich einmal in Ruhe an, den wir hier aufgebaut haben. Also schwer zuzuordnen, wo der jetzt gerade... Da ist er drunter. Okay, da. Und was habe ich hier fallen lassen, was er jetzt haben will? Wozu ist mein Golem ein kleines bisschen überfleißig? Sieht auch schon wieder pale aus. Ja, pale, das passiert halt, es passiert halt erschreckend oft. Aber was will man machen?
brauchen ja die Knoten. Und da kriege ich auch noch ein bisschen Wasser her. Feuer scheinen wir schon wieder voll zu haben. Und ihr habt währenddessen auch schon wieder ein bisschen regeneriert. Sehr gut. Wasser wird immer weiter der Problemfall. Wie, ich hatte das früher noch nie, dass ich so viel Wasser verbraucht habe. Aber mittlerweile irgendwie immer. So, dann holen wir uns davon jetzt den letzten. Dann haben wir das schon mal. Dann brauchen wir ein komplettes Set an normaler Rüstung. Wir brauchen Ember, Enchanted Fabric, Scribing Tools. Oh. So, jetzt noch mal dann. Ember, 1, 2, 3, 4. Federn. 2, 3, 4. Und das wird aus ein bisschen Glas und Lehm gemacht. Das kriegen wir auf die Schnelle hin. Und da habe ich kein Lehm mehr. Das ist gut möglich. Ich habe tatsächlich keinerlei Lehm mehr. Aua, aua, aha. Habe ich ja gar nicht drauf geachtet, ob wir davon noch was haben. Weil kann ich nicht die auch mit, genau, mit Glasfiolen? Ja, kann ich, okay. Das ist dann einfacher. Da muss ich mich aber, also mit den normalen Flaschen, aber muss ich mich immer echt mal wieder hinstellen und Lehm sammeln. Ich habe gar nicht drauf geachtet. So, für Scribing Tools sorgen wir. Goldrüstung wird ein bisschen knapp. Und hier unten brauchen wir nur einfach nur mehr Nitor. Wolle und Strings. Wolle habe ich, Strings habe ich auch noch welche. Wir schauen mal, wie weit das reicht mit dem Gold. Keine Blöcke, die brauche ich nicht. Das dürfte gerade eben passen, genau. Dass wir das Goldrüstungsset bekommen, sehr gut. Dann machen wir mal den ganzen restlichen Kram fertig. Und holen unser Nitro, den wir noch haben, und machen uns noch mehr davon. Das können wir auch noch nicht automatisieren. Dann machen wir erstmal den Nitro so. 3, 3, 3 und ein Glowstone Dust. Sie überlegen, das war ein Torch jeweils. Und ich glaube, in Kohle waren immer zwei, genau. Das heißt, wir mischen hier 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann sind wir bei 6 jeweils und machen dazu dann jeweils 3 Fackeln. Dann sind wir auch bei 6. Sehr schön. Und da brauchen wir noch 2, 3, 4, 5, 6. Jeweils 2 Glowstone. Und mir wurde auch gesagt, ich soll hier doch mit links oder rechts das machen, um die Sachen rauszulassen. Aber soweit ich weiß, hilft das alles nicht. Egal, was ich mache, der Taint wird irgendwann freigesetzt. Ist die Glowstone. So, 6. Und hier habe ich noch 4. Also brauchen wir davon noch was. Genau genommen sogar noch einen mehr. Jetzt schon eine Kiste zu, dass wir die Sachen da oben erstmal lagern können, die wir dafür das Infusion Crafting brauchen. Also brauche ich neue Fackeln. So. Das passt auch. Ich will das Gold übrigens noch nicht machen, weil ich das eigentlich dann irgendwann durch den Ofen oben durchjagen will. Und ich glaube, wenn ich dann das Ignis Fortify die Chancen höre, dass ich da gute Sachen, dass ich da Nuggets mit rausbekomme, das ist natürlich super wäre. So.
Fang ich erstmal hier, weil wir hier gerade den Platz haben. Vier davon, von wie viel von euch ich brauche, weiß ich nicht genau, aber das werden wir schon passend hinbekommen. Hiervon bräuchten wir vier. Einmal nachzählen, wie viel Liter wir brauchen. Und ja, es ist ziemlich toll, das also auf einmal zu machen, aber egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, das passt doch alles noch. Jetzt brauchen wir nur hier unten die Rüstung. Und zwar jeweils 20 bis 30. Das heißt, wir sollten im Schnitt pro mit 30 rechnen. Nur bei Rüstung brauchen wir nur 10. Also 25, 30, 20. Oh, 35, okay. Dann brauchen wir erstmal die Sachen, wo wir das jeweils vernünftig rausbekommen. Und wenn wir da... wir rechnen einfach mal zusammen, wie viel wir brauchen, das ist am klügsten. 25, 5, das ist... Ich hoffe, dass das noch eine 20 ist. Ich kann das... Ich glaube, es ist auch eine 30. Ja, es ist eine 30, ist teilweise so scheiße zu erkennen. Also sagen wir mal, 30 sind über 60. Nochmal 30 sind 90, 115. Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird direkt am Anfang aufwendig. Denn es gibt, glaube ich, nur begrenzt, wobei, doch klar, hier sind jeweils zwei davon drin. 115, das nächste ist 128, das ist 2x64, das heißt, wir hauen zwei Stacks davon da raus. Das Problem wird, wie viel wir davon jeweils speichern können pro einem so ein Glas. Ich bin mir noch nicht sicher, ob 64, nee, doch pro, genau, pro Glas passen 32. Aber pro Alembic nur 16 oder 32, pro Glas 48,